Willkommen zurück, ihr lieben Leute. Willkommen zurück zu Blue Dragon auf der Xbox 360 mit eurem liebsten Blackie. Wow, guck mal hier, das... Wow. Wow. Alter, die kann man gar nicht angreifen. Aber egal. Ein weiteres böses Wandbild. Das kennen wir ja schon aus dem letzten Part. Wir sind immer noch hier im Tal der Wandbilder. Im letzten Part haben wir ja Dorfhalter besucht und haben herausgefunden, okay, das Dorf ist völlig verwüstet, alle sind aber geflohen und meiden dieses Tal hier. Wir, unsere tapfere Truppe, geht nun durch dieses Tal, weil es eine Abkürzung ist. Und so können wir dann, ja, uns durchkämpfen und unsere Familien besuchen oder treffen. Wir können ihnen praktisch zuvorkommen und sie schnell erreichen. Ach ja, genau, deswegen kille ich jetzt so die ganzen Wandbilder. Schau, hier ist noch eine Schatztruhe aufgetaucht. Vielleicht erscheint es jedes Mal eine, wenn ein Wandbildmonster besiegt wird. Dann sollten wir auf jeden Fall alle fertig machen. Nein, schon dazu haben wir keine Zeit, wir müssen weiter. Ah ja, in Ordnung. Ich kill trotzdem alle. Ich meine, was soll denn das? Wie die abgehen, Alter, die ganzen Typis. Hallo. Oh, die haben wir auch voll erwischt. Richtig in die Fresse. Auf jeden Fall gibt's viel zu tun, Leute. Attacke. Voll cool. Alle schon leicht besiegen, aber ich erinnere mich, dass später auch noch Kämpfe gegen mehrere Wandbildmonster auf einmal sind. Und ja, das wird alles noch alles andere als easy. So. Hey, was? So, hier haben wir aber wie immer noch eine Kiste. Da hinten können wir aber rüber, genau. Da gehe ich auch erstmal rüber. Ist da was? Nö. Ja, es ist halt echt doof, dass hier überall zwei Wege sind. Sowas mag ich ja gar nicht. Da muss man alles doppelt ablaufen. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, hier auf der Seite ist das die einzige Kiste. Ich gehe trotzdem nochmal alles ab, weil kann ja sein, dass irgendwo ein Wandbildmonster ist. Oder sonst was. Aber hier ist nichts. Nö, wirklich gar nichts. Na gut, dann lass uns nochmal den ganzen Weg zurückgehen. Hurra! Aber ist ja nicht schlimm. Diese ganzen Sachen. Die Musik hier ist schön im Tal. Einfach mal auf sich einwirken lassen. Da drüben ist ein Wandbild. Da hinten geradezu ist eins. Und hier ist eine. Ein Wandbild kommt das, oder? Nee, weil was? Eine Sackgasse! Ich schätze, wir müssen zu dieser Hängebrücke zurück. Ja, aber erstmal lass uns die Kiste öffnen. Und ich hab doch auch selber schon gesehen, dass das irgendwie eine Sackgasse ist. Was soll denn das? Denken die, der Spieler ist doof, oder was? Naja. So, auf der anderen Seite zwei Wandbilder haben wir gesehen. Naja, von mir aus sollen sie alle kommen. Das erste. Ich hab den voll erwischt, Mann. Oh. Zwei. Jetzt wird's schon gefährlich. Na los, komm an. Mach irgendwas. Wandbild fängt an zu tanzen. What the fuck? Konter down. Ja, passt. Ich mähe euch einfach alle nieder. Ach, da reicht ja schon der Angriff. Ich zeig jetzt nochmal Niedermähen von Shushu. Jetzt sind alle tot. Genau. Na, was soll? Was fällt dir einfach anfangen zu dancen hier? Mann. Schatz? Wo ist der jetzt? Ach nee, das. Genau, gut, ja. Alles gut. Ultra-Zaubertrank, das klingt doch sehr nett. Diese komischen ganzen Falkenaugen, ja, die. Die können irgendwie gestohlen bleiben. Auf die habe ich jetzt keinen Bock, gegen die alle zu kämpfen. Aber die Wandbilder, da kämpfe ich sehr gerne. Klar, ich sollte eigentlich jeden Kampf mitnehmen, jeden Erfahrungspunkt. Aber irgendwie, naja, ich will halt auch nicht. Also, irgendwann werde ich bestimmt mal so eine Level-Session machen, einfach so zwischendurch, wenn ich merke, oh, der Gegner, der jetzt aber der ist halt schon ganz stark, aber ja, keine Chance. Wenn sowas tatsächlich mal kommt, dann werde ich auch mal leveln. Oder wenn ich irgendwie
eine Stelle finde, wo ich mir so denke, oh, aber hier kann man aber schön leveln. Dann mache ich sowas einfach mal offscreen. Aber jetzt gerade ist es eigentlich noch nicht nötig. Ihr merkt ja, die Bosse besiege ich eigentlich alle ganz gut. Meine Truppe ist immer gut gerüstet. Es klappt alles ganz gut. Und deswegen, ja, warum sollte ich mich jetzt unnötig an extra vielen Kämpfen aufhalten? Ich meine, ich kämpfe ja auch recht viel in den Parts, ne? Ist ja nicht so, als ob ich jetzt ja nicht kämpfe. Von daher passt eigentlich. So, da ist noch ein Schatz. Dann gehe ich erstmal wieder rüber zur anderen Seite. Denn da ist auch eine Sackgasse. Nee, halt. Hier ist eine Sackgasse. Ah, cool. Ja, ich weiß noch, früher, da habe ich echt alles untersucht und man kriegt ja später für jedes Nichts, was man findet, irgendwas Tolles. Und an sich lohnt sich das total. Wer hat mich jetzt gesehen, ne? Ach du. Nein, ah! Attacke! Wow! Chill, Bro. Ah, war das jetzt so der Feigenauge oder wer? Ja, Überraschungsangriff! Oh nein, Moment mal. Ah! Ach ja, weil es ein Überraschungsangriff war, stehen natürlich die eigentlich hinten stehen jetzt vorne. Und umgedreht, ne? Die von vorne stehen jetzt hinten. Alter, was? Wie? Wie viel können die angreifen? Das ist so unfair. Ich will einen fetten Flächenangriff, der auch die trifft. Nicht nur so was wie Erde, weil Erde trifft die ja nicht. Ja, was mache ich jetzt? Ich mache mal Glanz 2. Das müsstet ihr eigentlich alle betäuben. Dann müssten meine Leute erstmal dran sein. Geil. Jetzt komme ich mich erstmal Reihe für Reihe um die Viecher. Ja, schön aufgeladen. Ich wollte Maro einfach niedermähen. Ich glaube, ich habe gerade außerdem das Kabel von meinem Mikro angedotzt. Das tut mir sehr leid. Wasser! Voll weggekillt, Alter. Geil. Und jetzt mit Schuh direkt nochmal niedermähen. Und Schuh hat ja so ein super Niedermähen. Mal sehen, vielleicht sind sie gleich tot. Ah, nee, nicht ganz. Jetzt sind sie erstmal dran, dann machen ihren Shit. Aber dann ist Klug gleich wieder dran. Dann kann ich mit Klug gleich wieder Wasser machen. Waffe langsam. Ihr seid so cool, ey. Man stirbt. Oh shit, die leben noch. Na, dann sind sie jetzt aber tot. Definitiv jetzt tot. Naja, ein Extrakampf. Ist ja nicht schlimm. Ich komme aber nicht ran an das Vieh. Voll fies, ey! Na egal, kämpfen wir jetzt gegen zwei böse Wandbilder. Sie sind so böse und kleben an der Wand und können sich auch bewegen und gruselig. Oh, Schuh, sein Niedermähen 2 gefällt mir richtig gut. Das ist schön stark. Augenlaser, was? Oh, voll stark. Und tschüss. Trotz der Stärke des Augenlasers habe ich keine Angst vor diesen Wandbildern. Ich glaube, irgendein Wandbild kann dann auch zaubern oder so, aber wir werden es ja noch sehen. Wir werden es ja noch sehen. Was? Ich, was? Was? Oh, fies. Ja, wieder. Wieder 4 Stück. Nein. Das gibt es doch nicht, jetzt sind die alle wieder so fies dran. Da rastet Maro aber aus, ey, hier, ne? Aber alle gehen so auf Manomaro. Naja. Ist aber langsam mal gut. So, machen wir mal eben mal ein C4. Einfach zur Sicherheit, dass alle voll geheilt sind. Schwupp. Naja, mehr oder weniger voll geheilt. Und Feuer 2, dass der auch ganz sicher tot ist. Burn, kleines Vögelchen. Dann hauen wir einfach rein mit einem schönen Niedermähen 2. Oh, oh, geil, durch den Folterarmreif einfach mal beide vergiftet. Oh.
Wasser, Marsch! Und tschüss. So muss das sein, so muss das sein, Leute. Oh, neue Fähigkeit. Kampfessenz. Das ist das. Ab Level 19 hat man Kampfessenz. Und wenn ich die jetzt, wenn ich Manomaru jetzt zum Schwertmeister das nächste Mal mache, dann zeige ich euch das mal oder dann seht ihr das mal. Denn dann bekommt er einfach mal Angriffsboni in Höhe von dem Wert. Was hatte ich, Christian? Hö. Warum ist denn das ein Schatz? Bin ich jetzt irgendwie doof? Wo bin ich hier denn gerade? Hö? Bin gerade verwirrt. Moment mal. Achso, nee, alles gut, alles gut. Alles richtig. Ist ja alles in der Richtigkeit. Ich guck mal hier lang. Auf jeden Fall, die Kampfessenz erhöht halt schön dem Level des Mönchs entsprechend die Angriffskraft. Was sehr, sehr cool ist. So. Ah! Da ist ein anderes. Ah, huhuhu. Zack! Was zur Hölle? Mann! Oh, das sieht schon gefährlicher aus, wa? Was ist das für eins? Feuerangriff. Ah! Brennendes Wandbild oder so wahrscheinlich. Das heißt, es ist wirklich so, wa? Ah, Unglückswandbild. Na gut, fast. Fast. Stirb, Unglückswandbild. Okay, das hat sogar, sagen wir mal, 300 HP. So 300 hat es auf jeden Fall. Was ist das für Vögel? Ist ja auch egal. Hauptsache, wir kriegen Schätze. Wasserarmreif, geil. Da muss ich doch immer kurz ausrüsten. Höchstwahrscheinlich wird es stärker sein. Ist es nicht. Aber es erhöht den M-Angriff, deswegen kriegst du den. Und du kriegst den Windarmreif. Und du hast den Erdarmreif. Ja, alles gut. Zack, Würger-Basilisk. So sieht er aus. Da die auf dem Boden stehen, müsste auch Erde treffen, ne? Wobei Wasser geht auch. Die sind schön in der Reihe. Und wahrscheinlich sind jetzt tot, wa? Ja. Nice. Trefferquote. Ja, ich glaube, meine Leute sollten keine Schwierigkeiten haben zu treffen. Oh, die werden jetzt auch gleich sterben. Das wird cool. Na, fast. Ja, zweimal aufgeladener Wasserzauber, das würde reinhauen. Und direkt One-Hit. Also das ist nice. Das, da, Props an Giro, ne? Giro ist echt stark geworden. Zack. Neuer Rang, neue Fähigkeit. Magisches Schwert Level 4, cool. Ist auf jeden Fall schon mal sehr praktisch für zukünftige Jobwechsel oder Klassenwechsel. Ich vergesse in jeder Session, mich auf beschäftigt zu stellen, Leute. Und es kommen irgendwie immer dieselben online, wa? Aber es tut mir auf jeden Fall leid. Ich vergesse es echt immer wieder, auf beschäftigt zu stellen. Mann, 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 Blackie, was ist nur los mit dir? So, im Moment gibt es nur diesen einen Weg. Das ist doch auch mal schön. Schuh, warte! Was ist los, Klug? Wie wäre es mit einer Pause? Gute Idee, wir sind schon so lange auf den Beinen. Maru ist auch müde! Giro, ist es noch weit? Ja, es ist noch ein ganzes Stück, bis wir das Tal verlassen können. Aber ein Stück weiter soll ein guter Platz für eine Rast sein. Kommt! Okay, Leute, lasst uns ein bisschen weitergehen. Okay, los geht's. Maru direkt hinter dir, ja! Ja, wo ist denn... Hier ist bestimmt der... Nee, hier ist kein Rastplatz. Aber hier ist ein Schatzplatz. Hier sind ja drei. Mega Kampf. Oh, eine Kompasskackschlange und ekelhafte Mottenviecher. Niederman. Yeah, so muss das sein. Schon alle killen. Süßer Duft. Stinkt der jetzt hier irgendeiner? Wehe, du stinkst jetzt. Ach, er pennt. Na gut. Solange wir hier mit Wasser jetzt alle One hinten ist ja alles okay. Und wenn nicht, also die Kackschlange soll tot sein. Na, oder alle sind tot, okay. Wie viel Schaden die Kackschlange im Gegensatz zu den Motten bekommen hat. Physische Angriffskraft. Yeah. Niedermähen. Ups. Bisschen ausgerastet. So, dann machen wir Wasser für die hintere Reihe. Genau.
Ach, das ist ja nicht mal eine Kompost-Kackschlange, das ist ja eine beißende Kackschlange. Das ist ja interessant. Schon wieder eine neue Art. Boah, schön stark. Klug, ey, weiter so. Alter, nice. Trefferquote. So, was ist jetzt los, Alter? Hier haben wir jetzt eine Steinkackschlange wahrscheinlich wieder. So, das hier ist ja eine Steinkackschlange und hier ist diese beißende Kackschlange. Okay. Wasser! Marsch! Alter, ist das cool, wie ich einfach alle wegballer. Ihr müsst jetzt aber auch direkt sterben. Sehr gut. Ach, sie lebt noch, die Schlange. Dann schubst sie jetzt. Attacke! Vorhin drin gebasht. Ja, schön viel SP und neue Fähigkeit. Oh, Schwarzmagie Level 4, wa? Nee. Maximal MP um 25% verstärken. Das ist doch geil. Das ist doch mal was, was wir richtig schön finden. Nee, nee, Zubehör ist falsch. Wir wollen zu Fähigkeit. So, und dann kriegt sie nämlich... Anstelle von Gegenstandswirkung erhöhen, das hier. Alter, einfach mal von 165 auf 206, das ist doch total geil. Das ist wirklich geil, da freue ich mich. Ohrring des Feuers, okay, sehr interessant. 1000 Gold, und was haben wir hier? Medaillen. So, den Ohrring des Feuers legen wir auch gleich mal an. Windohrring, Folterohrring, Wasserohrring, Erdohrring. Erhöht die MP. Hm. Ach, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Yeah, Volltreffer. Woher weiß Giro eigentlich, an welcher Stelle man rasten kann? Ich denke, er war hier noch nie. Hm. Das ist doch interessant. Und tschüss, Mann. Okay, du lebst noch. Dann stirbst du jetzt. Was? Oha, der hält aber gut was aus. Oh nein, er beginnt zu tanzen. Was zum... Alter, und immer gehen alle Gegner auf den armen kleinen Manomaro. Der arme kleine Kerl, Leute. Der kann doch nicht dafür, dass er so laut und nervig ist. Schön gewonnen. Schatz? Schatz, geil. Ich frag mich gerade echt, wo denn jetzt als nächstes dieses... diese Raststätte sein soll, hm? Weil Giro, der kennt ja den Ort hier gar nicht. Die Wildheitskette, die Rüstung auch noch nicht aus. Mal gucken, wann ich die ausrüste. So. Oh, jetzt bestimmt gleich. Jetzt sind wir bestimmt gleich da. Ja, auf jeden Fall die Hälfte schon erreicht. Oder die Hälfte schon hinter uns. Hä? Stadt der Wandbilder. Wusste gar nicht, dass die jetzt schon kommt. Spielbar. Auf jeden Fall wird gespeichert. Da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, gehe ich schon mal in die Stadt. Aber ich glaube, ich werde versuchen, nicht viel zu machen, dass ich das schön im nächsten Part mit euch alles schön erkunden kann. Was ist das? Das sind keine Monster. Ah ja. Diese Wandbilder sind auch lebendig. Oder sollte ich sagen, sie leben von den Lebenden? Unglaublich. Sonderbar. Wurden die auch von Ahnen gemalt? Sie sehen uns an. Hä? Hä? Ah! Wie geht's? Hey! Es spricht! Hey Süße, wie heißt du denn? Klug. Klug? Na, was für ein schöner Name. Hey Leute, kommt raus. Wir haben endlich mal wieder Besuch. Geiler Shit. Wandbild einer Frau. Ach, ich bin ja so neidisch auf dich. Du kannst ihm so nahe sein. Was? Wem? Was? Hey, beuge den Mann meiner Freundin nicht so. Was zur Hölle? Wir hatten schon lange keine Gäste mehr. Früher kamen hier viele Leute vorbei. Ich erinnere mich an einen Krieger in voller Rüstung, der hier vor 300 Jahren vorbeikam. Er war ein nobler Ritter, aber ein neidischer Freund verriet ihn. Er wurde fälschlich eines Verbrechens beschuldigt und geköpft. Angeblich geht er auf der Straße nach Gibraltar um.
Ein Geköpfter? Was? Also echt, wenn man nicht uralt ist, wird man hier ständig bevormundet. Mami, da ist ein ganz komischer Typ. Zum ersten Mal wünsche ich, ich wäre echt. Ihr seid so nah und doch so fern. Keine Angst, wir können nicht aus dem Bild heraus. Ich habe aber so keine Angst vor euch. Aber Freunde, ja, jetzt habe ich hier die ganze Zeit verquatscht. Tut mir leid. Wir gucken uns auf jeden Fall im nächsten Part die Stadt der Wandbilder an. Das wird cool. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao.